Moin und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir ja unten schon ein bisschen was erledigt bei den Kriegselefanten etc. im Süden. Und ich war gerade auf dem Weg nach Norden zur nächsten Quest, also quasi für die Hauptquest. Und da haben mich Renut und Rotefres angesprochen, ob ich nicht denn hier beim Sturm auf die Feste helfen möchte. Hier wird nämlich der Kommandant vermutet, der hinter den Angriffen auf das Fayum steckt. Habe ich natürlich ja gesagt, logischerweise, nachdem die ja schon ihre Tochter Shadia verloren haben. Und der ist tatsächlich der Drahtzieher, oder soll der Drahtzieher unter anderem sein. Von daher würde ich sagen, machen wir das mal eben. Das Gute ist, mir wurde versprochen, dass hier irgendwie auch die Rebellentruppen mit angreifen. Ich bin mal gespannt, wann die kommen, wo die kommen. Ob ich die irgendwie noch alarmieren muss oder sonstiges. Schauen wir gleich mal. Oh, der ist schon mal einzeln. Den machen wir gleich mal als erstes weg hier. Tja, Freundchen. Pech gehabt. Okay, so. Dann können wir auf jeden Fall gleich mal den neuen Bogen ausprobieren, den wir haben. Beim letzten Mal ja hart erkämpft gegen die zwei Elefanten. Hey! Okay, den habe ich auf jeden Fall erwischt. Aber irgendwie... Ich habe gar keine Schadenszahlen gesehen. Sehr schön. 4255 Schaden. So, den da oben auch noch. Hab ich mich gerade noch gesehen, dass er hochkraxelt da. Nicht, dass er den Alarm auslöst. Das wäre extrem schade. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Okay. Ja, der Kommandant ist schon tot. Keine Ahnung. Ich war ja scheinbar irgendwann schon mal. Allerdings alleine. So, dann einmal hier nach oben. Stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Okay. Dann würde ich sagen, schaue ich mal zu, dass ich hier vielleicht den... Ah, da vorne kommen die Rebellen. Alles klar, Mensch. Sehr schön. Cool. Dann helfe ich auf jeden Fall mal ein bisschen. So, Freundchen, du kommst mal hier. Denn ich würde mal vermuten, dass es nicht so viele Truppen sind. Dafür schlafe ich dich tot. So, den helfen wir natürlich ganz kurz. Wer schreit hier um Hilfe? Das ist eine neue Idiotensteuer. Ich habe das Ziel in Sicht. Mist! Hier geht's herbe. Kein schwerer Schuss. Okay, wo kommt noch ein Loch? Wo sind denn hier? Ist auch schön, dass die alle hier oben kämpfen. Gibt es denn keine besseren Orte zum Kämpfen? Oh, hier vorne ist eine neue Party. Bravo! Flex dein Krieg! Werden die Stiefel! Hey, hier gibt's ein Problem! Ich hab das Ziel! Okay, sehr schön. Dem haben wir geholfen. Ein einfacher Schuss! Lange durch! Hey! Ich hab die Augen! Ich ruf die Truppen! Okay, wir kriegen auf jeden Fall wahrscheinlich gleich Verstärkung. Also, beziehungsweise nicht wir, die anderen kriegen Verstärkung. Denn ich möchte die ganze Zeit natürlich mal Truppen holen. Schwerer Schuss! So, sehr schön. Wo ist denn eigentlich der Oberfritze, den wir ja erledigen müssen? Nee, das ist nicht der Oberfritze. Hallo, Freunde. Oh mein Gott. Den blitze ich auf. Das war's. Stirb! Oh, Freundchen, einmal jetzt kurz hier. Oh, 1900 Schaden, das war jetzt nicht so dolle viel. Oh Gott, hat der Lebenspunkte. Halleluja. Muss er bei den ganzen Truppen hinsammeln? Sind die alle tot oder was? Gib mir doch gar nicht. Bin gerade etwas verwirrt. Normalerweise müsste der doch einen Ansturm machen, aber irgendwie. Merkwürdig, merkwürdig. Stirb, du Wurm! Boah, da machst du aber echt keinen Schaden bei dem, ne? Da bist du ja.
Oh mein Gott. Hallo. Wo ist denn echt der andere Buddy von ihm hin? Sag mal. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall den Ansturmschaden hingekriegt. Aber gerade ging es irgendwie nicht, weiß nicht warum. Bin gerade etwas verwirrt, warum kriege ich da eigentlich so gut wie keinen... Achso, wegen dem Ansturm, deswegen, alles klar. Ich wollte gerade sagen, warum kriege ich denn hier keine Adrenalinanzeige voll? So, Freundchen, ich hoffe, du bist jetzt tot. Jawohl, sehr schön. Wobei ich glaube, das war gar nicht der Kommandant, oder? Oder? Sehr schön, Kohlenstoffkristall nehmen wir kurz mit. Oh ja, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu plündern hier nebenan. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo den Tod bestätigen. Ich habe ja vorhin irgendeinen Typen erschossen hier vorne. Ah, okay, alles klar. Das ist das Ende der Korruption. Ich sollte zu den anderen. Ja, das machen wir natürlich gleich, aber erstmal gehen wir den ganzen Kram hier plündern. Ne? Vielleicht was Schönes dabei, noch ein bisschen Geld oder sonstiges, oder vielleicht ein paar Kohlenstoffkristalle. So, was haben wir da vorne? Da sind auf jeden Fall noch Gefangene, wenn ich das richtig sehe. Die holen wir uns mal gleich ab. Und da unten ist noch was zum Plündern. Ja, der Kommandant hat aber echt eine Menge ausgehalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, wenn das der Kommandant war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn ich habe ja den anderen Fritzen erledigt. Na, vielleicht war es einfach nur ein Hauptmann oder sonstiges. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, Tod ist tot. Wobei ich sagen muss, die Rebellen haben ganz schön abgelost. Also, hätte ich mir mehr versprochen. Also, wenn man überlegt, dass da so relativ schnell alle tot waren, das war nicht so geil. Hätten sie auf jeden Fall ein paar bessere Truppen schicken können, denn ich meine, wenn die jetzt zum Beispiel noch schneller gestorben wären, ich habe ja einige erwischt jetzt von den anderen Soldaten, bevor die unsere Rebellentruppen erledigen konnten, aber das Problem ist, wenn die irgendwie hoch runterklettern, die ganze Zeit über die Dächer und hast du nicht gesehen, dann können die Rebellentruppen, glaube ich, auch relativ zügig sterben, also es sei denn, es kommt dann nochmal Nachschub, das weiß ich nicht, ich will es aber ehrlich gesagt nicht testen. So, hier vorne noch ein Ding ansammeln, sehr schön. Okay, ich muss... Ist immer noch Geschrei. Kommen die nächsten Truppen oder was ist hier los? Ich bin gerade noch am Überlegen, wo sind denn die Zivilisten da unten? Wie komme ich denn da hin? Klingt irgendwie schon wie Kampfmusik, ich weiß auch nicht. Oh, das ist voll. Dann schauen wir ganz kurz nach, dass wir irgendwie die Zivilisten unten finden. Also hier muss es irgendwo einen Eingang geben, runter in die, ja weiß nicht, Kanalisation oder Minen oder Keller oder irgendwas, keine Ahnung, unten drunter. Allerdings habe ich jetzt noch keinen Eingang gefunden. Hilf den Zivilisten. Vielleicht ein Brunnen. Ah, hier. Moment. Jo. Alter, du sollst doch nicht hier runterspringen. Sollst du hier einmal hochklettern, bitte? So, komm, Freundchen. Einmal hier rüber. Ja, komm raus, Mann. Alter, schrei nicht so rum. So, was haben wir hier? Meine Geliebte, mein letzter Brief. Brauchen wir gerade nicht.
So, die Frage ist jetzt natürlich, vorne ist noch ein bisschen Loot. Wo kommen wir denn hier raus, wenn wir hier lang gehen? Auf jeden Fall rennen die Zivilisten hier lang. Das heißt ja schon auf jeden Fall der Ausgang zu sein. Okay. Ja, hallo, ich hab dir gerade erst befreit. Stirb, du Wurm! Ist er tot? Ah, er rennt noch, alles klar, okay. Guti, dann schau mal ganz kurz nach, wo wir denn hin müssen. Wir müssen nämlich mit, Töte den Hauptmann, Schatz geplündert. Okay, also ist auf jeden Fall auch noch was drin, was ich noch nicht entdeckt habe. Also irgendwo noch ein Schatz oder irgendwo muss noch ein Hauptmann sein. Oh, da ist der Schatz. Aber wo ist der Hauptmann? Oder das ist wieder so ein verpacktes Lager, was ich damals schon hatte. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch irgendwann mal den Kommandanten gekillt und nicht weitergemacht. Bei einem Lager, also wenn quasi die Lager sozusagen... Oder ist das der Kommandant? Oder der Hauptmann? Ich weiß gar nicht. Hauptmann ist es, glaube ich. Okay, da vorne kommt der Hauptmann, den wir erledigen müssen. Und den Schatz können wir auch gleich machen. So, Freundchen. Daneben. Okay, Udi, dann holen wir uns den Hauptmann hier vorne noch, damit wir das Lager dann noch abschließen können. Hallo? Ich schlitze ich auf! Ah ja. Da! So viel zu aufschlitzen. Okay, gut. Die kämpfen, glaube ich, da vorne gegen irgendwas. Eine Kunde. Das ist schön, dass sie erstmal angerannt kommen. Ich einfach mal nicht treffe in der Bewegung, ne? Drauf geschissen. Dann halt im Nahkampf, Freundchen. Komm. Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Quatsch mal keine Opern. Du bist gleich tot hier. Sehr schön. Ich habe die ganze Zeit Schluck auf. Das ist echt ein bisschen anstrengend. Okay, dann holen wir uns auf jeden Fall den Schatz hier noch oben. Ich mag so eine großen Lager. Also ist immer, da geht es immer richtig die Post ab. Das gefällt mir. Okay, schnell noch den Schatz holen. Der steckt hier unten. Irgendwo. Ah, hier. Sehr schön. Okay, cool. 1500 EP. Sehr schön. Und hier vorne haben wir noch mehr zu plündern. Ich meine, das war alles nur ein Kleinmüll, den sie hier versteckt haben in den Kisten, aber das summiert sich halt auch, wenn man dann wirklich mal so eine Festung komplett geplündert hat, kriegt man auch schon ein bisschen was zusammen an Geld. Und es schadet auf jeden Fall auch nicht. Und zumal man ja auch noch ein Achievement hat, wo man 100 Plundergegenstände verkaufen muss auf einmal. Also quasi, ich sammle schon den ganzen Müll, den ich hier bekomme, den hebe ich auf und werde den dann alles auf einmal verkaufen. So, hier oben warten die beiden. Ich hoffe mal, dass das Fayum jetzt zur Ruhe kommt. Das war's. Du hattest Hilfe. Die Bauern haben protestiert, um die Soldaten abzulenken. Sie waren furchtlos. Die Rebellen taten auch ihren Teil. Du hast sie inspiriert, Bayek. Tatsächlich bewundern sie dich. Unsere Höfe werden gut beschützt werden. Sie lieben den irren Sivaner. Sie werden nicht zulassen, dass ein neues Krokodil das Fayum heimsucht.
Dein Volk ist befreit. Ein guter Anfang. Hotefres, jetzt werde deinem Namen gerecht. Und meiner Pflicht als Ehemann. Shadia hat dich sofort gemocht, weißt du. Du hast hier immer ein Zuhause, wenn du es brauchst. Ja, Mensch, haben wir da auf jeden Fall schon einiges erledigt hier. Quest abgeschlossen, der Kampf um das Fayum. Sehr schön. Fähigkeitenpunkt gab es auch noch dazu. Und Shadias Puppe als Questgegenstand. Ich denke mal, die werden wir später noch irgendwann brauchen, vielleicht für eine neue Quest oder sonstiges. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte, was wir hier noch so übrig haben. Ich glaube, dass ich das alles erledigt ist in dem Gebiet. Und wir gucken mal ganz kurz. Hier unten ist noch so ein Bereich, den ich nochmal erledigen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Eingang war. Irgendwo hier unten. Wir können das ja mal eben kurz erledigen. Also in Anführungszeichen kurz. Das ist ein Gebiet, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das in Assassin's Creed zusammenhängt. Deswegen hatte ich gesagt, ich heb das auf. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, was es genau sein könnte. Beziehungsweise ich hatte ja schon mal ein paar Infos dazu bekommen. Aber ich wollte euch natürlich das nicht in vorenthalten. Denn es ist schon was, ja, recht Spezielles, sag ich mal. So, komm mal her, Otü. Wir haben Termine. Das Problem ist, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo der Eingang so genau war. Ich war da auf jeden Fall schon mal drin, allerdings, naja, Eingang suchen ist immer so eine Sache. Okay, so, da kommen ein paar Wachen angeritten. Aus dem Weg! Ach, sei ruhig. Du da! Halt! Also ich gehe mal davon aus, dass der Weg noch frei ist dorthin, denn wie gesagt, ich war da schon mal drin und bin dann wieder umgekehrt, als ich dann gesehen habe, da ist irgendwas, ja, recht Spezielles. Entschuldigung. So ist das hier. Oh, oh, hallo Löwen. So, ich glaube, hier ging der Eingang runter. Sekunde. Wir machen mal Licht. Irgendwas stand auch im... Also ich habe hier auf jeden Fall schon mal, glaube ich, den ganzen Bereich erledigt. Wo man hier irgendwie auch extra Sachen... Ja, erledigen musste. Also es gab hier so kleine Rätsel, die man lösen musste, damit man hier weiterkommt. Ich bin mir natürlich nur nicht sicher, ob ich das schon erledigt habe oder ob ich hier nochmal das ganze Zeug machen muss. Dann gehen wir mal hier runter. Okay, so, dann einmal hier langtauchen. Ich glaube, dass ich das in den Partner mal machen muss, aber das ist ja nicht weiter dramatisch. So, genau. Und zwar, ich muss kurz überlegen, wie das war. Hier rüber und rauf. Okay, das ist schon mal erledigt. Das Problem ist, der Part hier hinten ist halt recht, ja, blöd gewesen. Ja, okay, ich muss auf jeden Fall schnell genug sein, damit ich hinten hochkomme. Das ist gar nicht so einfach. Denn das Problem ist, ich habe hier halt auch nichts im Drauflegen. Ich muss das halt mit Körpergewicht machen. So, komm rauf hier. Das hier vorne ist noch okay. Das geht relativ gut. Ja, der Part hier ist halt echt blöd. Ah, sehr schön. Okay. Man musste auf jeden Fall vorher ein bisschen... Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Stimmt, da war ja was. Da gab es ja Wachen. Aber die sollten nicht das Problem sein. Sehr ruhig. So viel zu aufmerksam, ne?
Ich töte dich! Hey, Boss! Okay, man hat es jetzt natürlich nicht so gesehen, aber er hat, ja, doch schon ziemlich gelitten mit dem Schwert im Rücken. So, dann einmal hier durch. Man brauchte hier auch irgendwie Kohlestoffkristall, glaube ich, um das ganze Ding zu aktivieren. Deswegen habe ich es damals gelassen. Ich war mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist oder wie auch immer. Aber es gehört natürlich jetzt im Spiel dazu. Deswegen gucken wir uns das natürlich an. Logisch, ne? So, einmal hier runter. Der Vorteil ist ja auch, man hat hier auch relativ viel Kohlenstoffkristalle gefunden. Ich glaube, es gab sogar 5 Stück, die hier rumlagen. Ich habe die alle eingesammelt, soweit ich das gesehen habe. Und jetzt gehen wir hin und aktivieren das Ding. Und dann lasse ich es einfach wirken. Neuübertragung. Segment 4. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezember 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis-Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezember 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Am Abend des 21. Dezember 2012, als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann, mit Anbruch des 22. Dezember 2012, wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war's für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Die Sprache der Zeit hat viele Formen. Zwei davon verstehst du nun in diesem Zustand. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch. Permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer. Wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden. Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt. Der Salpucha 15-Vorfall von 1983.
Die Atomkriegsuhr. In einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es. Vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat. Ja Mensch, sehr mysteriös. Ich habe ehrlich gesagt nicht alles verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ist das hier Grabmal verlassen? Okay, das können wir natürlich gleich mal machen. Ja, die haben auf jeden Fall vom Ende der Welt gesprochen, oder sie. Denn irgendwie so die einzelnen Schritte, um halt näher an das Ende der Welt ranzukommen, hat sie auch skizziert, sag ich mal, so zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg mit den V2-Raketen und Senfgas. Da ging es ja um die Beschreibung von Schützengräben und so ein Kram. Und vielleicht naht die Katastrophe halt dann irgendwann mal, wo das oder die Welt halt endet. Aber ich hoffe natürlich, dass sie irgendwie verhindern kann. Wobei ich mir halt, wie gesagt, nicht sicher bin, inwieweit das mit den anderen Assassin's Creed-Teilen zusammenhängt. Ob es da auch schon mal sowas gab oder irgendwas ähnliches in der Art. Das würde ich mal noch sehen. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, weil naja, es fehlt halt irgendwie was. Oder es wirkt so, als wenn irgendwas fehlt. Aber vielleicht gibt es auch noch mehr von den Dingern. So, okay, jetzt sind wir aber fertig hier unten im Süden. Wir haben wirklich alles erledigt, alles. Wie gesagt, einiges habe ich offscreen gemacht, da wo halt nichts Spannendes zu sehen war, irgendwelche solche Hyänenbau oder Leoparden oder irgendwelche Schätze eingesammelt, wo halt nichts zu sehen ist, wo halt auch kein gescheiter Loot bei rumkam. Das habe ich also offscreen gemacht. Ansonsten, wie gesagt, die Lager sind hier unten fertig. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, hier unten natürlich noch so ein bisschen was, aber ich denke mal, da werden wir auch noch hinkommen, wenn wir dann später noch Quests haben. Vom Level her passt das ja auf jeden Fall in allen Zonen. Hier, was das für Questmarker sind, das weiß ich immer noch nicht. Die orangen Dinger, die sind neu, die gab es früher nicht. Ansonsten können wir uns beim nächsten Mal vielleicht mal um die Quest kümmern, um die grüne Quest. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir noch den Atlas hier, Sinai und das Tal der Könige. Aber dazu mehr dann später, zu späterer Stunde, sag ich mal, zu einer späteren Zeit, wenn wir dann weiter fortgeschritten sind. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Ich sag schon mal Dank fürs Reinschauen. Lasst mir ein paar Kommentare da zu dem Rätsel oder zu dieser Zwischensequenz, das wir jetzt hier am Ende noch bekommen haben. Und ja, dann beim nächsten Mal einschalten, nicht vergessen, wenn es hier weitergeht bei Assassin's Creed Origins. Und bis dann, einen schönen Tag, wir sehen uns. Ciao.